Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Weberwerke YouTube-Channel. Mein Name ist Bassi Volta und ich bin hier heute in Montagnana in Italien und ich teste den neuen Fantic Offroad Range für euch. Seit 2019 begann die neue Racing Area bei Fantic mit zwei 125 Kubikzentimeter Modellen, einer Motocross und einer Enduro. Inzwischen hat Fantic 9 Modelle, 4 Motocross Modelle, 5 Enduro Modelle. Die Enduros XE300 und XEF310 habe ich euch zu Beginn des Jahres ja schon mal ausführlich vorgestellt. Für das Modelljahr 2025 ist die XXF250, also der 250 Viertakter, die große News. Komplett überarbeiteter Motor, komplett überarbeitetes Chassis. Und auf die richte ich natürlich meine Konzentration besonders. Bei allen Modellen wurden die vorderen Plastikteile überarbeitet und angepasst. Also alle Motorräder, sowohl Motocross als auch Enduro, haben jetzt den neuen vorderen Kotflügel, der etwas breiter ist, damit einen besseren Schutz vor Schmutz bietet. Und die vorderen Numberplates oder Lampenmasken wurden überarbeitet. Die besitzen jetzt alle eine integrierte Bremsleitungs- und Kabelführung. Grundsätzlich wurden an allen Modellen die Ergonomien optimiert. All das hat es jetzt schon bei der neuen 300er gegeben. Also das wurde angepasst. Alle Weiterentwicklungen und Feintuning-Maßnahmen basieren auf den Erfahrungen, die die 5 Werksteams, 3 im Motocross, 2 im Enduro gesammelt haben im Laufe des Jahres. Also Racing steht im Vordergrund bei Fantic und ja, davon könnt ihr natürlich profitieren, von den Werksfahrererfahrungen, weil das alles in die Serienproduktion einfließt. Das ist die größte News für 2025, die XXF 250, also der kleine Viertakt-Crosser. Dort wurde das Chassis neu überarbeitet, der Motor überarbeitet, am Chassis ist die Änderung vorgenommen, die vorher schon an der 450er vorgenommen wurden. Der Motor basiert ja auf dem Yamaha-Triebwerk, also hat auch den umgedrehten Zylinderkopf für einen kurzen Ansaugtrakt. Und ja, die gesamte Ergonomie wurde optimiert, damit der Fahrer sich top auf dem Motorrad bewegen kann. Kayaba-Fahrwerk, SSS-Fahrwerk und das Ganze ist ohne Werkzeug einzustellen. Hier oben gibt es sozusagen kleine Drehknöpfe, braucht man keinen Schraubenzieher mehr. Am Lenker befindet sich der neue Multi-Button, also sozusagen Multi-Schalter, wo man 3 Mappings auswählen kann, Traktionskontrolle, Launchkontrolle aktivieren kann. Insgesamt stehen da ganz, ganz viele verschiedene Fahrmodi zur Verfügung. Und mit der Get Smartphone App kann man sozusagen die ganzen Mappings nochmal individuell anpassen und ja, auf seine Vorlieben und die Streckenbedingungen feintunen. Nicht zu vergessen ist auch der neue Titan-Auspuff, der entwickelt wurde. Und ja, insgesamt wurde an der Massenzentralisierung weitergearbeitet und ich freue mich gleich, damit auf die Strecke zu gehen. Auch an der XXF 450 wurde natürlich weitergearbeitet. Was sofort auffällt, ist die Brembo-Hydraulikkupplung, die hier jetzt verbaut ist. Auch hier gibt es einen neuen Auspuff und hier mittendrin steckt ein neues Steuergerät von Get Athena, das ST39, drin. Und auch hier hat man am Lenker wieder mit dem neuen Multischalter die Möglichkeiten, ganz viele verschiedene Mappings auszuwählen, Traktionskontrolle, Launchkontrolle als Starthilfe und so weiter. Und auch hier steckt das KYB SSS-Fahrwerk drin und auch hier kann man natürlich die Klicks ohne Werkzeug einstellen. Bei den Zweitakt-Motocrossern hat sich ein bisschen was getan. Beide haben neue Tanks erhalten, die ein bisschen größer sind, aber dafür leichter geworden. Und da sieht man auch, wie detailverliebt die Fantic-Ingenieure sind. Die 125er hat obendrauf ein neues Steuergerät erhalten und man kann mit einem Mapping-Schalter 2 Mappings auswählen. Das kann man auch bei der 250er machen. Die 250er hat einen neuen Kolben spendiert bekommen und auch einen neuen Auspuff.
Auch im Enduro-Bereich wurde viel Feintuning betrieben. Am meisten hat sich bei der XE 125 getan, also im 125 Zweitakter. Die hat, wie übrigens auch die zwei Zweitakt-Motocrosser, neue größere Kühler erhalten, die bis zu 35% bessere Kühlung ermöglichen sollen, was sich gerade bei langsamen Streckenabschnitten positiv auf die Performance auswirken soll. Die 125er hat die Ergonomie von der XE 300 übernommen, vor der ich hier stehe. Die habe ich euch ja im Frühjahr schon bereits ausführlicher vorgestellt. Also auch hier kann man sich dann besser drauf bewegen. Neu ist bei der 125er auch der 9-Liter-Tank. Es steckt das KYB-Fahrwerk drin und es gibt ein neues Steuergerät. Bei der 300er wurde stark an den Mappings gearbeitet. Im Frühjahr hat es sich ja noch um ein Vorserienmotorrad gehandelt. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt auf der Strecke zeigt, ob das alles ein bisschen smoother, feiner abgestimmt wurde. Gehe ich aber mal von aus. An dem Viertakt-Enduros wurde natürlich auch weiter gearbeitet. Dort hat man sich vor allem auf eine Weiterentwicklung der Mappings und der Elektronik konzentriert. Die XEF 310 habe ich euch ja im Frühjahr ausführlich vorgestellt. Die hat natürlich auch die neuen Plastikteile erhalten, wie alle Modelle. Auch bei der XEF 250 war das Motto eher Never change a running team oder running system. Das Motorrad hat so viele Erfolge wie kein anderes Modell für Fantic eingefahren im letzten Jahr. Und auch da wurde einfach sich auf eine sinnvolle Weiterentwicklung mit dem Feedback der Werksteams konzentriert. Am Vormittag bin ich jetzt alle Motocross Fantics gefahren. Die Strecke ist relativ hart, vom Boden ein bisschen lockere Oberfläche drauf und durch den Regen ist es an Stellen sehr rutschig geworden. Die Strecke ist nicht besonders ausgefahren, das heißt, man kann nicht so viel über die Fahrwerke sagen, aber man kann sehr viel sagen über die Gasannahme, die Balance vom Motorrad und wie sich die elektrischen Fahrhilfen auswirken, ne? Die verschiedenen Mappings und Traktionskontrollen. Fangen wir mal beim kleinsten Motorrad an, der 125er, natürlich ein riesen Spaßbike, hat mir viel Spaß gemacht und die zieht ordentlich gut durch. Da ich hauptsächlich große Motorräder fahre, bin ich bei 125er immer so ein bisschen gespannt, wie ich damit klarkomme auf Anhieb. Und die Fantic zieht wirklich schon im unteren und mittleren Bereich gut durch, was es mir dann einfacher macht, schnell damit klarzukommen. Also das spricht auf jeden Fall für das Motorrad. Und sonst ja, hat sie gut funktioniert, marschiert gut voran, also ist auch sehr überdrehfreudig. Bremsen funktionieren gut, Balance ist gut. Ich bin nur in einem aggressiveren Mapping gefahren. Es gibt noch ein sanfteres Mapping, was man, ja, ich zumindest bei einer 125er nicht brauche. Es gibt es aber und ich sag mal, wenn sie sehr, sehr rutschig ist oder der Fahrer nicht so versiert ist, ist das sicherlich auch nochmal eine gute Hilfe und Unterstützung. Für alle, die richtig heiß sind auf 125er Racing und da sehr ambitioniert unterwegs sind, gibt es vom Fantic auch noch ein extra Tuning-Kit, wo dann ein Kolben, Zylinder, Kopf, Zylinder, andere Kühlerschläuche, ein anderes Steuergerät oder eine andere Zündbox, meine ich, dabei sind, ein anderer Auspuff und alles, was es sonst noch
braucht. Ich glaube, Kupplungsfedern sogar auch noch. Und die Spitzenleistung von diesem Kit soll dann bei 40 PS liegen. Standardmäßig ist die 125er mit 36 PS angegeben. Der 250 Zweitakter ja, ist für mich ein gewohntes Gefährt. Ich besitze privat eine Yamaha YZ250 und die Fantic baut ja darauf auf. Und ich muss aber sagen, es gibt so ein paar Unterschiede. Ich glaube, Steuergerät, Zündbox sind anders und die Fantic funktioniert sehr, sehr gut, zieht gut durch und ein Riesenunterschied ist natürlich das Bodywork, also die Plastikteile. Und die wurden ja sozusagen für 2025 neu gemacht. Und ja, ich mit meinen 1,87 kann mich gut drauf bewegen. Habe viele Kontaktflächen am Motorrad, was mir hilft, um das Motorrad in den verschiedenen Lebenslagen ja, unter Kontrolle zu halten, ob am Boden oder in der Luft. Also das hat sehr gut funktioniert. Auch der 250 Zweitakter hat zwei vorprogrammierte Mappings, die man am Lenkerschalter auswählen kann. Das, ja, da merkt man einen Unterschied zwischen den zwei Mappings. Ich habe wieder das aggressivere Standard-Mapping bevorzugt. Der neu überarbeitete 250 Viertakter, die XXF 250, ja, konnte begeistern, ist sehr gut ausbalanciert, reagiert gut auf die Gasannahme und der Motor zieht gut durch. Ich bin zuerst im Standard-Mapping gefahren, habe später dann auf das aggressivere Mapping geschaltet, wo dann einfach der Motor noch ein bisschen drehfreudiger ist, höher rausdreht, ein bisschen mehr Durchzug hat. Also spürbar mehr Durchzug hat, muss man sagen. Für mich als schnellen Fahrer ist das der Modus, den ich einlegen möchte. Standard ist sicherlich für die breite Masse sehr gut funktionierend. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und neben den Mappings habe ich dann auch die verschiedenen Traktionskontrollen ausprobiert. Beziehungsweise man kann die ja einstellen von Stufe 1, was wenig eingreifend ist, bis Stufe 10, was stark eingreifend ist. Ich bin sie mal so bei 3 und 4 gefahren. Und das ist auf jeden Fall gerade bei den rutschigen Bedingungen hier eine Unterstützung. Aber ich bin doch trotzdem auch mal weggerutscht, habe es also übertrieben. Also die Traktionskontrolle bevormundet mich nicht zu sehr. Und mit den 10 Stufen kann man natürlich sehr, sehr feinfühlig einstellen, wie viel Eingreifen von der Traktionskontrolle man mag. Man muss das sicherlich auch wieder ein bisschen üben und lernen und sich drauf einschießen, um zu verstehen, wann macht die Traktionskontrolle was. Aber dann kann sie eine echte Hilfe sein. Bei der 250F kann man, wie auch bei der großen Schwester, der 450er mit der Smartphone-App, die ganzen Mappings nochmal fein einstellen und ja, auf seine individuellen Bedürfnisse anpassen. Die 450er, das große Flaggschiff im Motocross-Bereich, hat auch gut funktioniert. Da wurde ja im Vorfeld, also in den Vorjahren schon mal, das Chassis neu gemacht. Und ja, man merkt, das ist natürlich viel Motorrad. Da war ich mit dem Standard-Mapping auch sehr zufrieden, brauchte nicht unbedingt das aggressivere. Auch hier hat man viele Möglichkeiten für die Traktionskontrollen, um die einzustellen und kann ja auch über die Smartphone-App sozusagen die ganzen Mappings fein einstellen.
Nach dem Mittagessen, nach der leckeren italienischen Pasta, bin ich dann die ganzen Enduros gefahren, alle 5 Modelle. Leider musste aufgrund einer richtigen Unwetterwarnung das Event umverlegt werden vom eigentlich geplanten Ort im Salviniland hier an die Motocross-Strecke. Das heißt, hier gab es keine so richtige Enduro-Runde. Kleine Prüfung, aber eigentlich auch nur auf der Wiese. Deswegen bin ich auch mit den Enduros auf der Motocross-Strecke gefahren. Aber es gab hier keine großen Hindernisse. Aber um Eindruck zu gewinnen, hat das auf jeden Fall gereicht. Die 125er Enduro geht Hand in Hand mit ihrer Motocross-Schwester. Ich war überrascht, dass sie eigentlich sich gleich angefühlt hat vom Motor. Sonst denkt man ja oft, die Enduros sind softer ausgelegt. Aber auch die 125er Fantic Enduro hat richtig Feuer unterm Hintern. Hat mir viel Spaß gemacht und ich habe mich genauso wohl gefühlt wie auf dem Crosser damit. Die 300 Zweitakt Enduro, war ich auch gespannt, wie sich sozusagen das Serienmodell jetzt fährt. Und ich hatte das Gefühl, dass da beim Mapping ein bisschen noch gearbeitet wurde im Vergleich zu dem Frühjahrs-Vorserienmodell, was ich testen durfte. Also die Mappings sprechen jetzt feiner, sanfter an. Nach wie vor gefällt mir dort das aggressivere Mapping besser als das Standard-Mapping, was ein bisschen sanfter ist. Macht aber echt viel Spaß und sie ist vom Charakter aber grundsätzlich nach wie vor, ich sag mal, eher ein klassisches Enduro-Bike für Sonderprüfungen und schnelles Fahren und Cross-Country-Rennen geblieben und noch nicht so eine Hard-Enduro-Spezialmaschine, was man ja bei 302-Takt im Enduro-Bereich eher vermuten würde. Kommen wir zu den Viertaktern. Interessant war, die XEF 250, also die 250 Viertakt Enduro, besitzt noch das alte Chassis. Und so hatte ich einen ganz guten Eindruck, wie sich sozusagen das neue im Vergleich zum alten Chassis fährt. Und da merkt man, das neuere Chassis des Crossers ist noch mal ein ganzes Stück agiler, handlicher geworden, ohne dabei nervös zu werden. Das Enduro-Chassis ist noch, ich sag mal, ein bisschen altbacken in Anführungszeichen, jammern auf extrem hohem Niveau. Man merkt, das liegt noch ein bisschen stabiler, lässt sich nicht ganz so leicht in die engen Kurven bringen im direkten Vergleich zu der weiterentwickelten Crossmaschine. Trotzdem kann man auch mit der 250F Enduro sehr, sehr gut fahren, schnell fahren. Man kommt auch in die engen Ecken rein, also ist alles kein Problem. Dort hat mir auch der aggressivere Mapping-Modus besser gefallen. Aber der sanftere ist bei rutschigen Bedingungen sicherlich auch gut oder wenn er nicht ganz so versiert ist. Die 310er Viertakt Enduro, da war ich auch gespannt, was sich seit Februar getan hat. Die ist einfach nach wie vor gut. Auch dort gefällt mir nach wie vor das aggressivere Mapping mehr als das Standard-Mapping. Ist aber wieder Geschmacks-, Fahrsituations- und Fahrkönnenssache. Im Vergleich zur 250 Viertaktmaschine kann man mit der 310er oft in den engen Kurven Gang höher fahren, dadurch ein bisschen ruhigeren, aber nicht langsameren Fahrstil an den Tag legen, ein bisschen kraftsparender fahren, muss nicht ganz so viel schalten und man kann die trotzdem weit überdrehen. Das Motorrad hat mir wirklich auch verdammt viel Spaß gemacht und man konnte hier auch richtig gut um die Crossstrecke treiben. Last but not least, die Big Mama, die 450 Viertakt Enduro. Wie der Crosser, großes Bike, fühlt sich auf der Crossstrecke natürlich auch wohl, fühlt sich auch auf offenem Gelände wohl, wenn die Strecken weitläufig sind. Und ja, da brauchen wir auch das aggressivere Mapping nicht unbedingt, es sei denn, man ist im Sand unterwegs. Alles in allem, 9 richtig gute Bikes, mit denen man gut liegt, nichts falsch macht. Oft sind die Fantics ja ein bisschen preisgünstiger als, sag mal, die japanischen oder österreichischen Kollegen. Sind definitiv eine Alternative, über die man nachdenken kann. Alle Modelle basieren im Prinzip auf Yamaha, Chassis, also Rahmen und so weiter. KYB-Fahrwerk macht man eigentlich auch nie was verkehrt. Und die Motoren, die meisten sind ja auch Yamaha-Motoren als Basis. Hier und da gibt es halt ein bisschen extra Geräte wie Zündboxen und so weiter. Der 300 Zweitakt Enduro-Motor, der kommt vom Moto Marinelli mit der Einspritzung. Also das ist eine Eigenentwicklung. Wenn ihr Fragen habt zu den Maschinen oder zu diesem Video, schreibt es auch in die Kommentare. Ich versuche die zeitnah zu beantworten und ansonsten sage ich Ciao Belli, bis zum nächsten Mal.